Da ist es nur also, das letzte Content-Update für Battlefield 5. Aber jetzt kommen keine neuen Inhalte mehr ins Spiel, höchstens noch Bugfixes. Das ist natürlich ein trauriger Moment, denn Battlefield 5 war und ist ein tolles Spiel und DICE hat bislang nicht mal einen Nachfolger angekündigt. Dafür gibt's die Vorgänger jetzt auch auf Steam. Mein Gott. Außerdem ist dieses Content-Update auch überraschend fett. Zwei Maps haben wir erwartet, obendrauf gibt's aber auch noch einen ordentlichen Schwung Waffen, Gadgets und sogar neue Fahrzeuge. Und da klicke ich mich jetzt einfach mal durch. Ach, und bevor ich es vergesse, der allgemeine Missmut über Battlefield 5, der mich ja anfangs gar nicht getroffen hat, fing ja damit an, dass die Soldaten alle so schräg aussähen. Mittlerweile gibt es halt hier Kostüme für die verschiedenen Armeen, die wahrscheinlich so aussehen, wie sich die ganzen Schreihälse nach dem ersten Trailer das wohl gewünscht hätten, nämlich so original Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann eben vielleicht nicht besonders hip aussehen, aber eben echt oder realistisch oder authentisch, wie auch immer der Schlachtruf dann eben damals war, als dieser Trailer rauskam, wo alle Angst hatten, dass die Leute alle, naja, ungefähr so aussehen. Und aber das finde ich, das geht halt auch immer noch. Also da hat sich eine ganze Menge getan mittlerweile, aber eben diese krassen Elite-Typen, die gibt's halt auch noch. Und der hier, den hat es ja zuletzt gegeben, den hat DICE zuletzt angekündigt, als gerade die Aufregung so groß drüber war, dass die eben jetzt den Content einstellen. Und da war natürlich so eine Figur völlig unpassend. Aber gut, wer will, kann die sich jetzt alle kaufen. Nee, die muss man sogar noch gegen diese Echtgeldwährung kaufen. Aber diese Echtgeldwährung, die kriegt man eben mittlerweile auch über so wöchentliche Aufgaben. Hier sieht man, es entspricht dem, was mal die Tides of War waren. Das hat man auch relativ schnell auch dann durchgespielt und dafür gibt es dann eben Battlefield Currency und damit kann man sich dann eben auch diese Sachen dann eben kaufen. Aber eigentlich wollte ich euch ja die ganzen neuen Waffen und Fahrzeuge zeigen. Da klicken wir jetzt einfach mal durch die ganzen Klassen durch. Also jede Klasse hat eine, teilweise sogar auch zwei neue Waffen. Hier beim Sturmsoldaten ist es diese M1941 Semi-Auto Rifle. Ist ein ganz schickes Ding. Werde ich euch auch mal im Einsatz zeigen. Dann haben wir da für den Medic die Wellgun. Und der hat sogar noch eine zweite, die M3 Grease Gun. Ist ja auch eine ganz typische Weltkriegswaffe, die man aus ganz vielen Spielen und Filmen eben kennt. Ist zwar nicht hübsch, aber man kennt sie eben. So wie ich ein bisschen. Für den Support gibt es die Sjögren Shotgun. Auch die kennt man aus Battlefield 1. Und auch ein LMG, das Shosha. Ich meine, das kennt man auch aus Battlefield 1, aber das habe ich da schon nie gespielt, weil ich es irgendwie so ein bisschen schräg fand. Aber ja, kann man sich nicht beschweren. Gibt's also. Die spannendste Waffe bekommt aber der Sniper und ich meine nicht dieses K3143. Das ist nämlich so ein klassisches Bolt-Action-Rifle. Da merkt man ja kaum einen Unterschied. Jetzt mal abgesehen davon, dass das hier ein eingebautes Scope noch hat. Die geben sich ja alle nicht so viel. Was aber ziemlich cool ist, ist dieses Ding, M3 Infrarot, also ein Nachtsichtgewehr, halbautomatisch. Und das Ding zeige ich euch später nochmal in einem Match. Aber das ist wirklich, es ergibt nicht so viel Sinn, denn so viele Nachtmaps gibt es halt in Battlefield 5 nicht. Eigentlich nur immer diese ersten Stufen in den Grand Operations. Aber das Ding habe ich damals, als ich bei DICE das Pacific DLC mir hab anschauen können, konnte ich das Ding schon spielen und habe damals auch schon gesagt, ja, aber auf welchen Maps setzt ihr das denn ein? Ja, schaust du dann mal, aber das war, vielleicht war die Entscheidung auch noch nicht gefallen, dass es dann auch contentmäßig nach diesen beiden Maps hier ein Ende hat. Auf jeden Fall ein schickes Ding und ja, das gab es wohl zumindest experimentell im Zweiten Weltkrieg wirklich schon. Also, das gleich nochmal in einem Match gezeigt. Jetzt hat der aufmerksame Zuschauer bestimmt vorhin auch schon bei den anderen Klassen gemerkt, Moment mal, da gibt es ja auch
neue Gadgets. Und ja, der Sniper hat jetzt hier dieses Frag Rifle, umgebaute Mosin Nagant, als Granatwerfer. Und da, je länger man den Feuerknopf hält, desto ja, länger läuft auch die Zündschnur von diesem Ding. Beziehungsweise dann fängt sie schon an vorzukochen, die Granate. Und dann hat der Sniper noch hier den Doppelschuss. Das ist also eine Doppel-Flare-Pistole. Also auch ganz interessant. Flares sind ja wahnsinnig wichtig in diesem Spiel. Was hat der Support? Der Support hat zum einen die Lunge-Mine, diese Mine an einem Stock, die man auch schon zum Pazifik-DLC gesehen hat. Die musste man da wohl erst noch freischalten. Ich glaube, die war dann eine Belohnung von den Tides of War. Mittlerweile kriegt die eben jeder. Dann noch die Shape Charge, also eine Hohladung, klebt man an und nach einer Zeit explodiert das Ding. Also genau diese ganzen Sachen kriegt ihr jetzt entweder schon direkt alle freigeschaltet, wenn ihr das Spiel startet, oder müsst sie über diese Ingame-Währung kaufen. Aber wenn es euch geht wie mir, habt ihr davon genug und könnt die dann auch alle direkt kaufen. So, der Support hat dann noch die Kampfpistole. Diese Art der Granatpistole kennt man ja. Diesmal ist sie eben primär gegen Infanterie gedacht. Der Medic kriegt nix. Der geht mal wieder leer aus. Aber zumindest kann er auch die neuen Granaten nutzen. Da gibt es zum einen die Demolition Grenade. Das ist also so eine kleine Panzermine. Die schmeißt man hin. Hat da jetzt nicht so viel Bums wie eine große. Aber damit hat der Medic eben auch was, was er gegen Fahrzeuge einsetzt. Und dann hat er aber auch noch diese Typ 599 Mine, die klebt an Fahrzeugen und explodiert danach 5 bis 10 Sekunden. Warum sie das so, den Zünder so randomisiert haben, keine Ahnung, ist halt so. Aber damit kann eben der Medic auch was gegen Fahrzeuge machen. Und dann gibt es noch die Firecrackers, die so überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wenn er mich fragt, denn die machen halt Krach. Und es klingt auch immer gleich, das sind immer drei kleine Knaller und soll dann irgendwie Leute verwirren. Das hat vielleicht in den ersten 2 Stunden des Patches funktioniert und seitdem weiß jeder sofort, bam, 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 ach ja, gut, das ist ein Firecracker. In einem Spiel wie Hunt Showdown, wo es sehr auf Geräusche ankommt, ist das sicherlich was Relevantes in Battlefield 5, aber auf jeden Fall nicht. Aber wo wir gerade bei Geräuschen sind, es gibt auch ein paar neue Pistolen. Und hier seht ihr auch schon gleich die PPK mit Schalldämpfer drauf. Gibt es auch ohne Schalldämpfer. Und ihr seht auch, die haben die gleichen Werte. Also die Schalldämpferpistole, wie in vielen Shootern, ist dann nicht irgendwie schwächer oder langsamer oder so, sondern die hört man einfach schlechter. Aber da meinte ich schon, wie viel Nutzen hat das in Battlefield 5, wo man ja gar nicht mehr so drauf achtet, wer schießt von wo, weil eh jeder von überall schießt und das Gameplay mittlerweile so schnell und hektisch ist, dass, ja, da sehe ich den Nutzen nicht. Die M1911 gibt es auch noch in Suppressed, aber weil die eben jeweils keine Einbußen haben gegenüber der regulären Version, seht ihr hier aber auch nochmal, kann man auch sagen, ja, gut, da kann ich auch gerade die Suppressed mitnehmen. Vielleicht hilft es dann noch irgendwann. Und dann gibt es hier noch die Wellrod. Das ist auch eine schallgedämpfte, die dafür aber, die zwar viel, viel mehr Bums hat als die anderen Pistolen, aber so eine Art Bolt Action ist. Also da kannst du immer nur einmal schießen und dann musst du sie repetieren. Dafür macht sie aber viel Schaden. Die einzige, die noch stärker ist, ist hier dieser Revolver, den es auch zwischenzeitlich mal, glaube ich, auch beim Pacific DLC gegeben hat, als Belohnung. Jetzt kriegt den jeder geschenkt. So, aber schallgedämpfte Pistolen auch so ein bisschen geschenkt. Jetzt stelle ich die lieber gleich mal wieder um. Wo war er? Da, nehmen wir doch den. So, und dann hat der Assault, der hat auch diese Lunch Mine. Zum Mittagessen, aber eben auch den Pistol Flamethrower, also so einen kleinen Flammenwerfer, die Reichweite viel, viel kürzer als die, als den Flammenwerfer, den man eben so aus Battlefield 1 zum Beispiel kennt,
aber witzig, dass jetzt theoretisch jeder mit einem Flammenwerfer rumlaufen kann. Und dann gibt es da noch die Bazooka. Die Bazooka ist also auch nur eine Panzerfaustartige Waffe. Das Projektil fliegt aber viel schneller. Und das Ding werde ich euch, wenn ich in diesem Video, dann in dem nächsten Video zeigen. Denn in diesem Video möchte ich euch die erste Map oder eine der beiden neuen Maps zeigen. Gerade sicherheitshalber nochmal gucken, ob der hier noch irgendwas anderes hat. Nee. Es gibt ja zwei neue Maps. Und eine davon hat praktisch keine Fahrzeuge. Insofern kann ich euch da die Bazooka auch nicht zeigen. Und das würde nicht viel Sinn ergeben. Neue Fahr- und Flugzeuge gibt es, wie gesagt, auch. Bei den Fahrzeugen sind das der Greyhound Radpanzer auf amerikanischer Seite und der Puma Radpanzer auf der deutschen. Customizations gibt es ja für Fahrzeuge mittlerweile auch, aber das ist ja, guck mal her, das ist es halt. Also das ist, also nix praktisch. Interessanter sind aber wahrscheinlich eh auch die Flugzeuge. Da haben nämlich jetzt die Amerikaner eben vier Flugzeuge dazu bekommen. Die hatten ja bislang nur die Corsair in zwei Varianten, so wie die Japaner ja auch nur die Zero in zwei Varianten haben. Und jetzt kommen eben noch zwei, ja, Jagdbomber oder leichte Bomber dazu, A-20 und P-70. Gucken wir gerade nochmal in die, hier auch in die Lackierung reinschauen. Ja, ist schon, aber für die Flugzeuge gab es das ja eh schon. Was haben sie für Specialization? Also auch alles nichts Neues, wenn ich auf den ersten Blick drauf schaue, sind eben dann jetzt die amerikanischen Varianten der deutschen und englischen Flugzeuge, die es schon gibt. Aber hier die P-51 ist natürlich ein schönes Ding. Und jetzt haben eben die Amerikaner auch sowas. Zumindest auf den alten Maps, denn die neuen Karten haben keine Flugzeuge. Und die eine hat noch nicht mal Panzer. Die heißt Al-March Encampment. Spiele ich gleich mal in Form eines Let's Plays. Aber eins noch vorneweg. Das ist halt schon so ein bisschen enttäuschend, wenn nach all den Jahren bald schon von Battlefield 5, wo immer mal irgendwelche unnötigen Fehler drin waren, jetzt hier das auch genauso weitergeht. Warum gibt es hier keine Playlist, wo ich die beiden neuen Maps spielen kann? Warum sind es immer noch hier diese Sammel-Playlists von Maps? Wenn jetzt eine neue Karte rauskommt, will ich doch nur die spielen. Jetzt gibt es zwar einen Button für Al-March Encampment, aber keinen Button für die neue Map, die zweite neue Map, die Provence heißt. Jetzt kann man natürlich hier in die Advanced Search reingehen und sagen, ich möchte jetzt hier nur Provence spielen. Aber so viele Maps sind es dann regelmäßig nicht und die sind da ja auch in der Rotation drin. Deshalb habe ich mir zum Beispiel, wenn ich Provence spielen will, angewöhnt, nach Panzerstorm zu suchen. Denn da ist dann in der Regel Provence die nächste Map in der Rotation. Also wenn ihr Provence spielen wollt unbedingt, dann im Zweifel macht das auch so. Aber jetzt spielen wir mal Al-March Encampment. Oh, gut. Das ist ja ein schöner Start. Das ist also eine der beiden neuen Maps. Was ist hier los? Und eine der neuen Waffen für den Sniper. Eine Semi-Auto-Knifte mit einem Nachtsichtscope. Mag man jetzt gleich sagen, das ergibt ja jetzt nicht so viel Sinn. In Battlefield 5, wo es ja kaum Nachtmaps gibt, streng genommen ja immer nur die ersten Phasen von Grand Operations. Oh, ist auch gleich mal hier Level 3 rausgeholt. Das Ding hier, so wenig Sinn es auch macht, so viel Spaß macht es halt auch. Denn ihr seht es am Fadenkreuz, und vielleicht bin ich auch einfach nur verdorben, weil Hand so riesen Bullet Spread hat. Aber das Ding kannst du halt aus der Hüfte schießen. Hubala, wie nichts Gutes. Und hast dann noch einen Scope. Wobei, mit dem Scope sieht man halt bei Tagmaps, ihr habt ja gesehen, sieht man halt auch kaum was.
Na gut. Das, was man sieht, reicht da meistens auch. Oh. Ja, da behaupte ich jetzt einfach mal, die Einblendung hat mich abgelenkt. Ja, die Map ist halt doch sehr schlauchig. Also im doppelten Sinne. So ist sie eben sehr, wir werden es uns hier gleich mal anschauen, eben sehr schmal und lang. Und gleichzeitig eben auch tatsächlich so ein bisschen anstrengend. Denn, warte mal, hier gerade mal auf Pathfinder wechseln, dann kann ich nämlich da unten spawnen. Denn das ist halt schon, ja, Run and Gun. Und auch da wiederum mag es daran liegen, dass ich durch Hand jetzt so langsames Gameplay, taktisches Gameplay, noch mehr schätze als sowieso schon. Ich stelle mal kurz das Ding hier hin. Aber da habe ich immer das Gefühl, das ist doch nicht das Battlefield, wie es angefangen hat. Also habe ich viel lieber, viel langsamer gespielt und jetzt muss man quasi immer so rennen und das spiegelt sich auch ein bisschen in dieser Waffe wieder, ne? Das ist sehr runny und gunny. Ist der weg? Ja. Ach was. Aber ist schon ein krasses Ding. Oh. Ja, noch so einer. Also die Spielgeschwindigkeit ist wahnsinnig hoch. Aber mit dieser Waffe hat man halt dann wenigstens auch mal was, wo man als Sniper wirklich vorne mitmischen kann. Wobei, da gab es ja auch noch diesen Trench Carbine. Das geht ja mit dem auch. Na gut. Hat irgendwie gerade keiner. Und die Knarre wird halt auch relativ viel gespielt. Da habe ich das Gefühl, weil es ja noch ein bisschen Spaß macht. Ich müsste jetzt eigentlich ach shit, Doppelflare sparen können. Ich müsste eigentlich auch nochmal dann eben so eine Dunkelmap wirklich spielen. Wo ist denn der Typ? Nach oben. Aber dass du es da halt wirklich mit einem Sturmgewehr aufnehmen kannst, das ist schon verwegen. Und schallgedämpfte Waffen ergeben ja jetzt auch nicht so viel Sinn in Battlefield. Zumindest nicht auf die Art, wie es eben hier jetzt gerade gespielt wird mit dem Running and Gunning. Denn da achtet man ja ohnehin nicht so sehr auf Sound. Sondern es geht halt eher ums schneller reagieren. So, das ist doch schon gleich viel besser. Wobei, nee, dann verteidigen wir jetzt hier mal Bravo. Fahrzeuge sind hier, gibt's hier auch quasi nicht. Gibt nur Truppentransporter und Jeeps. So. Gleich mal. Hier rannte doch eben einer um. Über mir. Weg ist er. Kommt er nochmal wieder? Jo. Da geht er auch gleich wieder. Ja, wir verteidigen hier mal ein bisschen Delta, denn die jetzt, die drei Flaggen jetzt zu halten. Ich bin da schon ein bisschen in ein vorgerücktes Match eingestiegen. Die jetzt zu halten ist, glaube ich, ganz cool. Dann können sich die anderen um die anderen Flags kümmern. Jetzt haben wir drei von vier. Aber schaut euch mal an, gerade wenn man jetzt die Waffe auch auflegt, wie klein dieses Fadenkreuz jetzt ist. Da kann man ja wirklich, da brauchst du ja gar nicht mehr anvisieren. Da unten trippelt jemand rum. Aber es ist halt wirklich nicht leicht,
Leute damit zu erkennen im Zoom. Oder. Drüben trappeln wieder welche rum. Eine Japanerin hier in der libyschen Wüste. Oh, Ding ist aber auch mächtig. Jetzt kriege ich auch mächtig Ärger hier. Ob das was wird? Jetzt? Oh, aber wie habe ich das bitte überlebt? Okay. Weiter Delta verteidigen, weiter Delta verteidigen. Ich wollte doch da rausspringen. Dann renne ich eben raus. Artillerie kommt. Ja! Die Grin Shotgun, die ist auch neu. Erinnert mich jetzt natürlich tatsächlich in erster Linie gleich mal an die Crown and King von Hunt. Aber was ich interessant finde, wir halten ja schon seit geraumer Zeit drei... Oh, kommt da vielleicht doch noch einer? Drei Flaggen, aber der Ticket Bleed ist gar nicht so stark, wie ich den jetzt erwartet hätte. Ich hätte gedacht, mit 3 von 4 reißen wir das schnell rum. Ja, nix. Oh, das war sehr gut gedrückt. Ja, T-Baggen. Was hat man dann davon? Aua. Und sich selber feiern hat man auch davon. Also ist eine schöne Map. Aber fühlt sich nicht... Okay, jetzt hat sich auch das Flaggenverhältnis komplett geändert. Fühlt sich nicht so richtig nach Battlefield an, weil es einfach zu schnell ist. Und zu wenig Fahrzeuge. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile ist Battlefield 5 halt so. Und dann muss ich sagen, fühlt es sich halt einmal mehr nicht wie mein Battlefield an. Komm her! Komm her! Naja. So, und jetzt kriegen wir das irgendwie dann doch nicht mehr gedreht, obwohl wir da so lange in der Überzahl waren, flaggenmäßig. Ja, jetzt hier also das einzige Fahrzeug auf dieser Map, der einzige Fahrzeugtyp. Den schnappe ich mir noch. Okay, das ist übrigens die Bazooka, ist auch neu. Also es gibt schon eine Menge neue Waffen, was so ein bisschen... Oh cool, es kommt noch gleich einer. Was es dann alles so ein bisschen noch trauriger macht. Komm direkt mit. Geisterfahrer. Was es noch trauriger macht, dass das jetzt eben der letzte Schwung an Content ist. Denn es macht halt nach wie vor dann schon noch Spaß, wenn man den Bock auf diese Art Gameplay hat. Jetzt habe ich erstmal keinen Bock mehr hier zu fahren. Oh. Jetzt kommt hier gleich einer. Der Gunther! Ja, man sieht halt, wie viel Content jetzt plötzlich da noch kommt. So, wird so ein bisschen verramscht fast, möchte ich sagen. Und das ist halt schon schade. Ja, jetzt hat es mich selber verramscht. Und jetzt macht mir halt der Sniper so tatsächlich mit dieser Knarre auch eine Menge Spaß. Aber die Map selbst... Naja, hier seht ihr sie nochmal in der Übersicht. Es ist halt schon ein Schlauch in, wie ich meinte, doppelter Hinsicht. Im Breakthrough ist die Map übrigens quasi unspielbar. Das ist ein einziger Clusterfuck in der ersten Zone schon. Habe ich sofort keine Lust mehr drauf gehabt. Auf Provence habe ich da gleich viel mehr Bock auf die andere neue Map, denn die ist gleich viel mehr Battlefield, auch wenn es da keine Flugzeuge gibt. Aber die zeige ich euch im nächsten Video. Deshalb nehmt euch am besten ein Abo mit, wenn ihr noch keins habt. Und lasst auch gerne Kommentare und Daumen da. Da freue ich mich besonders, denn ihr seid immerhin die Besten. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.